Ich bin übers Radio zum Podcasten gekommen. Ich habe ganz viel klassisches Radio gemacht, Beiträge, Nachrichten und auch Features. Und je mehr Features ich gemacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, mir gefällt dieses geschichtenerzählende Radiomachen sehr gut. Und ganz konkret hat eine Podcast-Kollegin ein Feature von mir gehört. Und ihr hat mein Feature gut gefallen. Sie hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihr einen Podcast zu machen. Nein, ich habe nicht vor, für immer und ewig True Crime-Geschichten zu erzählen. Das sind eben, True Crime ist eben ein sehr dankbares Thema für einen Storytelling-Podcast, weil es schon einen Spannungsbogen vorgegeben gibt. Dieser Podcast, den du gerade angesprochen hast, Im Dunkeln, war auch investigativ. Das hat mich sehr gereizt daran. Und was anderes, was mich jetzt an dem Thema gereizt hat, war, dass es sehr in den Boulevardmedien stattgefunden hat und unser Anspruch war, den Fall oder einen True Crime Podcast zu machen, der nicht so aufgeregt und sensationalistisch ist, sondern beide Seiten abwägt oder mehrere Seiten beleuchtet und abwägt. Aber ich freue mich sehr darauf, auch andere Geschichten in Podcasts erzählen zu können in der Zukunft. Wo es einen klaren Erzählsatz gibt und einen klaren Spannungsbogen, das ist ein Unterschied. Und die Storytelling-Formate, die es im deutschen öffentlich-rechtlichen Radio gibt, da gibt es gute Beispiele, aber es gibt sehr viele Beispiele, die doch sehr nach öffentlich-rechtlichem Radio klingen und nicht nach einem, sag ich mal, Podcast, wo man wirklich das Gefühl hat, dass sich Erzähler und Hörer nah sind, es eine gewisse Intimität gibt und Gelassenheit auch.